Hallo, ich bin heute im Showroom von Jan Becker, eigentlich einem ganz klassischen Showroom, aber auch hier hat das Thema Digitalisierung Einzug gehalten und wir reden über das Thema Virtual Reality, Augmented Reality und die Chancen, wie man seine Kunden weltweit auch im Zeitalter einer Pandemie nahe sein kann. Hallo Jan. Hallo Claire. Wie ist das Reich ergangen letztes Jahr? Ja, wir hatten, glücklicherweise waren wir relativ gut vorbereitet, weil wir schon 2-3 Jahre vorher uns sehr stark mit Digitalisierungsthemen beschäftigt haben. Gar nicht aus pandemietechnischen Gründen, sondern eigentlich hauptsächlich, um Work-Life-Balance-Themen besser etablieren zu können. Und vor allen Dingen, weil wir sehr international arbeiten, unseren Kunden auch nahe zu sein. Kunden nahe sein, also ich habe noch so meine Schwierigkeiten, Nähe mit Digitalisierung zusammenzubringen. Wie funktioniert das? Also Nähe, in unserem Fall ist es ja immer ein sehr hoher Grad an Emotionalisierung, der mitschwingt. Und natürlich kann man durch Digitalisierung Räume erschaffen. Man kann schauen, dass man dem Kunden also eine Welt aufbaut dort drin. Schlussendlich ist es bei uns aber auch immer ein haptisches Thema. Und deswegen, trotz aller Digitalisierung, schicken wir eigentlich immer ein Care-Paket dem Kunden zu, wo man dann die Stoffe fühlen kann, das Leder riechen kann, einfach das Ganze nochmal anders haptisch und optisch erleben darf. Und das ist dann in der Kombination mit der Digitalisierung dann für uns ein ganz großer Mehrwert. Und wenn wir über Digitalität, Emotionalisierung reden, habt ihr dann eigentlich damit nur eure Bestandskunden quasi begleiten können oder habt ihr auch durch diesen neuen Weg, sage ich mal, irgendwie Neukundenakquise erreicht? Also dadurch, dass wir ja immer schon auf Social Media Kanälen wie Instagram und Co. unsere Kunden oder unsere Projekte vorstellen, suchen sich natürlich im Zweifel auch diejenigen, die jetzt gerade in der Pandemie Dinge erledigen wollen und ihr Haus- und Hoflieferant im Zweifel diese Sachen nicht bieten kann, suchen sich natürlich dann andere Wege und Möglichkeiten. Deswegen haben wir sicherlich auch sehr viele Neukunden gewinnen können. Und jetzt nicht nur aus deiner, ich sag mal, Planerperspektive, sondern auch für die Industrie, also die herstellende Seite, was sind das denn für Chancen auch im Sinne von eben nicht nur haptisch seine Produkte darzustellen, sondern euch auch was anderes? Also was heißt das für die Industrie? Die Hersteller haben natürlich auch in der Pandemie sich auch weiterentwickelt, einige, genau wie im Einzelhandel sich einige weiterentwickelt haben und andere halt nicht. Und gerade die Bereitstellung von gewissen Daten, dass man also gewisse Produkte dann direkt als 3D-Modell zum Beispiel zur Verfügung gestellt bekommt. Und wenn man jetzt beispielsweise dann einen Hocker aufwendig freistellen muss, um den dann in so ein 3D-Programm reinzufriemeln, im wahrsten Sinne des Wortes, dann macht man das zweimal und beim dritten Mal nimmt man halt im Zweifel einen Hocker von einem Hersteller, der einem die ganzen Daten zur Verfügung gestellt hat. Und abschließend vielleicht, was ist deine Tendenz? Also Zukunft digital oder Zukunft analog? Ich glaube, man kann es so auf nicht runterbrechen. Ich glaube, es ist nicht schwarz oder weiß, sondern die Grauschattierung dazwischen. Nichtsdestotrotz sind die digitalen Optionen, die man dann hat, in Form von Virtual Reality und anderen Optionen, ist einfach ein solcher Benefit. Und ich freue mich einfach immer wieder, diese beiden Welten zusammenfließen zu lassen. Ja, und dann freuen wir uns, dich digital auf dem Magazin zu sehen und dann hoffentlich wieder analog im Januar auf der IMM Cologne 2022.